Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Dynamite Jack heißt das gute Spiel. Und in diesem Spiel geht es darum, dass wir entkommen müssen. Es ist ein Stealth-Game. Ein Top-Down-Stealth-Game im Stil von Splatter war das, glaube ich. Ja, Splatter, Just Harder Times, war auch so ein Top-Down. Nur das hier ist eben jetzt mit Stealth. Und ich würde sagen, da legen wir einfach gleich mal los. A brave Space Marine captured in battle. Forced to work in the mines. Has just broken free and must escape. Tja, das war eigentlich die ganze Geschichte. Wir müssen ausbrechen. Ich habe hier schon mal die ersten Level angespielt, damit ich ungefähr weiß, um was es geht. Das Ganze kann man auch mit Gamepad spielen, vielleicht spielen wir es später mal mit Gamepad. Ich spiele es jetzt auf jeden Fall mit der Tastatur. Die Steuerung ist denkbar einfach. So, beim ersten hatte ich eigentlich die Achievements. Ah ja, jetzt wird es angezeigt. Auch. Genau, hier, die Steuerung habe ich jetzt schon mal auf mich eingestellt. WASD jetzt zum Bewegen von unserem Spieler. Mit F kann man die Taschenlampe an- und ausmachen, sobald man sie hat. Und mit Space kann man Bomben legen bzw. sie explodieren lassen. Die Steuerung ist standardmäßig. Standardmäßig sind es, glaube ich, die Pfeiltasten. Y für die Taschenlampe und Space eben für die Dings. Für die Bomben. So, mit der Taschenlampe können wir jetzt hier rumlaufen. Und müssen so Kristalle sammeln. Da links oben. Also hier oben seht ihr, wir haben 4% der Kristalle. Wir haben die Map, die kann man mit M aufmachen. Dann ziehen wir, wo wir hier sind. Also hier müssen wir hin, hier müssen wir raus. Das hier ist ein Feind. Das hier sind wir. Das hier sind Kristalle. Das hier sind Checkpoints. Da wird dann unser Spielstand gespeichert. Falls wir sterben sollten, kommen wir hierher. Ich zeige euch gleich, was, also wie man hier sterben kann. Ja, die Kristalle müssen wir sammeln. Und ansonsten war es, glaube ich. Habe ich nicht mehr viel mehr zu erzählen. So, mit Space kann man hier einmal das Dings hinlegen. So, den Mauscursor mache ich jetzt hier mal weg. Und nochmal Space und die Wand ist weg. Allerdings muss man aufpassen, denn die Wachen hören die Bomben. Seht ihr? So. Dann kann ich euch natürlich auch noch verraten, dass man die Wachen mit den Bomben natürlich auch umbringen kann. Muss man nicht machen, kann man aber. Und jetzt habe ich vergessen, euch einen Weg zu zeigen, wie man hier sterben kann. Aber ich glaube, das werden wir später noch oft genug sehen. So, jetzt gehen wir hier durch. Ich kenne natürlich den Weg jetzt schon. Ich habe das ja gerade eben erst angespielt. Also die ersten drei Level kenne ich jetzt, ich will nicht sagen auswendig, aber doch sehr gut. Weil ich die, ich glaube, alle zwei, dreimal gespielt habe, damit ich die Achievements alle bekomme. Weil das alles nicht auf Anhieb so leicht ist. So, Progress saved. Dann können wir jetzt ein bisschen Schmarrn machen. Zum Beispiel in die Bombe reinstellen. So. So, das passiert, wenn man in der Bombe drin steht. Natürlich, wenn die Wachen einen sehen, dann wird man erschossen. Das werdet ihr später bestimmt auch noch sehen, weil, naja, ich bin ja Let's Player. So viel Skill ist jetzt hier nicht vorhanden. Irgendwann werde ich schon noch eine Wache direkt vor die Flinte laufen. Und dann wird der Bildschirm doch Löcher, so wie er jetzt praktisch explodiert wie eine Bombe. Wird später der Bildschirm dann eben doch löchert von den Kugeln. Ja, was ich auch noch sagen will, die Schatteneffekte finde ich hier ganz cool eigentlich. Sie sind simpel, aber cool gemacht. Und jetzt seht ihr auch links oben, hier ist jetzt keine Prozentanzeige mehr. You have collected all of the crystals. Ja, press space to drop detonate bombs, F to toggle flashlight, M to view map, wissen wir ja alles schon. Und wir haben alle Kristalle gesammelt und jetzt können wir in das Licht rein, das von oben herabscheint. Und wir haben es geschafft, wir haben zwei Achievements natürlich, hier einmal alle Kristalle und dass wir eben das erste Level geschafft haben. Das hier bedeutet, dass wir das Level in einer Minute schaffen, das habe ich schon mal geschafft, aber jetzt im Let's Play ist es eher ungünstig. Hier. 32 Sekunden. Es kann so schnell gehen. Aber es muss ja nicht. So, jetzt sind wir im zweiten Level. The Hive. Hive ist, glaube ich, so ein
So eine Art Ameisenhügel, ne? So, jetzt könnten wir hier natürlich die Taschenlampe anmachen. Wir können sie aber auch einfach auslassen, um hier richtig durchzustealthen. Immer nur ganz kurz anmachen, so habe ich das auch ganz oft gemacht. Genau, diese Data Cartridges brauchen wir, um Bonus-Maps zu unlocken, zu entsperren. So, Progress Safe, das ist ganz wichtig. Denn an der Stelle bin ich einige Male gehängt. Wenn man sich nämlich vor dem hier unten versteckt. Weil die dürfen einen ja nicht sehen, dann verstecke ich mir einfach hier oben. So, habe ich mir gedacht. Aber die drehen sich ja auch irgendwann um. Ne? Und dann ist man weg. So, aufpassen natürlich, der Lichtkegel bewegt sich auch mit. So, der dreht sich jetzt um. Dann können wir jetzt hier oben ganz schnell schauen, wie wir das bekommen. Dann können wir wieder nach unten gehen. Im Übrigen auf der Map sieht man, wo die ganzen Dinger sind. Hier sieht man natürlich zum einen die ganzen Gänge. Das sind die ganzen Gänge, die man schon aufgedeckt hat. Also nicht da, wo das Licht ist, sondern die man schon aufgedeckt hat. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Denn es sind die ganzen Gänge, wo man schon mal gestanden hat. Alter, bin ich jetzt gerade erschrocken. Mann, Mann, Mann. Das hier ist das Ziel, wo wir hin müssen. Natürlich wieder. Und die Dinger werden natürlich eingezeichnet, dass wir praktisch wissen, wo wir ungefähr hin müssen. Aber wir sehen natürlich nicht genau den Weg, wie wir da hinkommen. So, jetzt drehe ich schnell um. Dann können wir nämlich hier hoch. Und dann hier runter. So, dann mache ich hier schnell aus, dass der uns nicht sieht. So, dann bleibe ich jetzt am besten hier. Ich habe die Hand schon wieder an der Maus. Das ist unglaublich. So. Ach komm, weißt du was? Ich mache die Maus jetzt einfach da rechts unten hin und dann mache ich sie aus. Dann dürfte sich da eigentlich auch nichts mehr bewegen an der Maus. Und jetzt können wir hier oben einfach rüber spazieren ins Licht. So, ja, hier kann man ja zum Glück auch mit denen hier, also mit den Pfeiltasten, navigieren. Da kann ich die Maus auslassen. Ja, wir haben alle Cartridges. So, und jetzt kommt das nächste. The Cubicles. Ach ja, genau, das war ein ganz lustiges Level. Boah, bin ich jetzt gerade erschrocken. So, einen von drei haben wir hier schon mal wieder. Oh, 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 oh. So, das Level ist etwas anspruchsvoller, möchte ich sagen. Aber es geht eigentlich noch. Wow. Immer schön verstecken. Rein sicherheitshalber. Ah, fast. Wir hätten es fast geschafft. Ganz knapp waren wir vorbei. So, und jetzt hier unten lang. Jetzt hier nach oben und verstecken. So, jetzt ganz schnell hier. Hm, und jetzt müssen wir ganz kurz auf die Karte schauen. Ah, da unten war das. Da müssen wir praktisch hier rüber. Dann hier rechts runter. Und hier schnell verstecken. Und dann hier rüber. Und jetzt können wir nach rechts raus. So einfach kann es gehen. Aber es kommen natürlich später schon noch anspruchsvollere Level. Glaube ich, hoffe ich, in Klammern. So, und jetzt sind wir auch schon dadurch, wo ich war. Also jetzt fängt praktisch das richtige Let's Play an, wo ich blind spiele. The Generator, der Generator. Ach, hier sind gar keine Feinde oder was? Ist ja cool. Ja, und unten seht ihr es gerade, wenn wir so einen Kristall einsammeln, kriegen wir einen 2-Sekunden-Bonus. Ah, jetzt sind schon Feinde da. Achso, da geht's gar nicht durch. Ah, Destroy Red Technology. Checkpoint. Okay. Ja, der hat das natürlich gar nicht gecheckt. So, nochmal hier runter.
42% von der Technologie sind im Arsch. Im Eimer, natürlich. Im Eimer. So, aber jetzt sehen wir natürlich hier auch nichts mehr. Das ist der Nachteil davon. So, jetzt will ich mal hier den Laufweg abpassen. Alles klar, der läuft hier so. Ah, okay, wir müssen die gesamte rote Technologie also zerstören. Oh oh. Puh. Glück gehabt. Wir müssen die gesamte rote Technologie zerstören, um dieses rote Dings da aufzumachen anscheinend. Offensichtlich. So, hier laufen wir jetzt natürlich nochmal schnell so durch. Da geht's nirgendwo hin. So, Taschenlampe wieder aus, damit der uns da unten nicht sieht. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ganz ehrlich. Können wir uns hier oben verstecken? Ich denke schon. Oder sagen wir es so, ich hoffe schon. Boah, aber ganz knapp. Ganz knapp. So, jetzt bräuchte man irgendwie so Turbo-Treter oder sowas. 76% von den Kristallen haben wir. Jetzt haben wir dann wahrscheinlich gleich 100%. Jawohl. Das rote Tor ist auch offen. Und dann gehen wir ins Ziel. Und jetzt seht ihr wieder das Peace-Zeichen ganz links. Heißt, dass wir keine Wache umgebracht haben. In der Mitte die Kristalle. Wir haben alle Kristalle gesammelt. Und ganz rechts unter einer Minute haben wir nicht. Hätten wir machen können, aber ganz ehrlich, wieso? Muss ja nicht sein. Ist ja ein Let's Play, wir sind ja nicht auf der Flucht. Wir haben ja Zeit. So, und jetzt können wir offensichtlich eine Schlüsselkarte einsammeln. Also, denke ich mal zumindest. So wie das aussieht. Ja, jetzt geht's da überall hin. Also, das wird ein lustiges Level jetzt. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir hin müssen. So, Karte schauen. Halt. Ah, mit WSD kommt man also automatisch raus. Ah, okay, da rechts ist irgendwas, was sich bewegt, aber ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, leider. Okay, da geht's auch nicht lang. Hier unten ist noch was. Aber das mit den Bomben ist schon super cool eigentlich. Allein schon die Idee, dass man hier praktisch mit den Bomben, durch die Bomben die Möglichkeit hat, überall hinzugehen. Ah, da rechts ist so ein... Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich gehen wir jetzt da rum und eigentlich müssen wir da nur oben lang und dann nach rechts. Aber ich will halt nichts verpassen, was ist das? Oh. Ich wollte den hier eigentlich machen. So, lieber Wissenschaftler, willst du uns Böses oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich laufe sicherheitshalber nochmal über den Dings hier drüber. Und dann schauen wir mal zu dem Wissenschaftler rein, zu dem lieben Kerl. Ich glaube, der will uns überhaupt nichts Böses. Der ist eigentlich voll nett und so. Oder vielleicht auch oder so. Also gut. So, hier durch. Hier unten ist noch eine andere Schlüsselkarte. Keine Ahnung, für was wir die brauchen. Ich habe insgesamt keine Ahnung, für was wir irgendwas. Green Circle Card acquired. So, da links nach oben müssen wir noch. Ah, da rechts oben ist das Ziel. Da rechts oben ist der Ausgang, alles klar. Und da ist die Tür, wo wir nur mit der Dreieckskarte da durchkommen. Da rechts in dem Labor. Aber ich will davor noch... Ne, davor will ich noch kurz hier oben das Ding holen. So. 1 von 3. Mache ich uns hier noch einen Weg auf.
Sondern warte ich jetzt ganz kurz, bis der Doc wieder weg ist. Also bis der hier reingekommen ist und dann wieder rausgegangen ist. Alter, bin ich gerade erschrocken. Alter. Also wir dürfen offensichtlich nicht ins Licht gehen. Denn dann sieht er uns anscheinend automatisch.